Zeit für ein Duell. Ja, Moment, jetzt kommen wir mal ganz schnell wieder. Wir spielen heute wieder noch eine Yo-Yo. Wir werden heute wieder Minecraft Let's spielen. Wir werden heute mal gegen Brandon Keith spielen. Gegen Brandon haben wir, glaube ich, auch schon mal gespielt gehabt. Er hat ja so welche Maschinenmonster, glaube ich, gehabt. Nun gut, was wollen wir heute nehmen? Wir nehmen mal die Schere. Ah, gewinn sogar. Perfekt. Super, können wir jetzt also anfangen. Auf geht's. So, Brandon, dein Grinsen wird sich vergehen, wenn wir mit dir fertig sind. So, was tun wir denn jetzt? Okay, Spielkraft, Schwerkraftbinder. Alle Monster Stufe 4 oder höher können nicht angreifen. Das ist schon mal ganz gut. So. Ich würde sagen, wir legen erstmal Schwerkraftbinder. Und dann legen wir mal die gepanzerte Biene im Angriff. Ich finde die gepanzerte Biene einfach super. Durch ihren Partner-Effekt kann sie einfach die ADK des Monsters mal runterdrücken um die Hälfte. Finde ich toll. Okay, das war dann unsere Spiegelkraft. Was ist das? Ein Pendelmonster? Moment. Seit wann hat Brandon Keith Pendelmonster? Okay. Seit wann hast du Pendelmonster? Brandon. Zeig ihn mal. Seit wann? Ah ja. Kannst du gleich 2700 holen. Ah ja. Fühl ich. Okay. Gut. Okay, was haben wir hier? Nochmal Spielkraft. Gut, dann legen wir den hier. Legen wir mal Spielkraft und der in A-Operation. Da kann er sich eine Karte aussuchen, ne? Die er zerstören will. Und die liegen wir verdeckt. Und betten uns auch. Also da 2700, ne? Wir könnten das trotzdem machen. Wir könnten über Schwerkraftbinder aktivieren. Machen wir einfach mal. Dann kann er auch nicht angreifen, nein. Dann wird er wahrscheinlich auf die Karte gehen. So. Kriegst du ein Power-Up oder was kriegst du? Nee, das verschwörst du, okay. Nein. Holst hier wieder so ein Pendelmonster, 1800, okay. Nein. 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 Ach, die beenden es dann doch. Okay. Nein. Okay, wir hätten jetzt Rakiki. Wir könnten Rakiki benutzen. Um seine Karte zu zerstören, ne? Oder wollen wir noch einmal warten? Zerstört alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Wir warten noch eine Runde. Benden und anderen Zug. Ja. Wir haben ja eigentlich mit Sperrkraftbinder und mit Sprengkugel erstmal eine gute Verteidigung. Kunst des Beschwörens. Holt sich wieder so ein Pendelmonster. 2200. Ah ja. Fühl ich. Opferst du das? Ah ja. Okay. Und du bändest dann auch. Okay. Nein, aber den Strahl können wir aktivieren. So, dann können wir erstmal seine verdeckte Karte oben zerstören. So, weg damit. Okay. Hätten wir wieder Rakiki, ne? Ja, ich glaube, Rakiki benutzen wir einfach mal. Nein. Zerstören sein Monster. Also weg. So. Nein. Wir haben ein Monster. Er hat keine Monster. Er hat aber zwei Pendelmonster da irgendwie liegen. Er kann da immer so sich irgendwas holen. Ah. Hätten wir doch vielleicht warten müssen. Und jetzt Rakiki benutzen. Er holt sich wieder so ein Monster. Okay, 2200.
1800, ah ja. Und das Licht legst du. Okay. Okay. Copycat hätten wir. Nein. Mit Copycat könnten wir eins kopieren, ne? Wir könnten das 2200er Monster kopieren. Ja, machen wir einfach. So, kopieren wir das einfach. So, das wird kopiert. Nein. Nein. Und Monster der Stufe 4 oder höher können nicht angreifen. Ja. Und wir können doch angreifen. Weil wir haben Copycat. Wir sind ja nicht Stufe 4. Gib auf das Monster da. Nein. Gib ihm erstmal 400 Schaden. Sehr gut. Und benden uns auch. Wenn wir Copycat ein bisschen hochboosten könnten, mit irgendwie dem Horn oder schwarzen Anhänger, können wir Copycat ein bisschen stärker machen und dann können wir auch angreifen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Er möchte immer DNA-Operationen aktivieren, ne? Ja, ja. Bringt uns da nichts. Nein. 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 Ein Schieferkrieger. Na gut. Schieferkrieger. Legen wir mal verdeckt. Versuchen mal den Effekt zu aktivieren gleich. Dass er 500 ATK mehr bekommt. Wir greifen wieder mit Copycat an. Auf das verdeckte Monster. So. Nein. Ah, also auch weg. Wunderbar. Und benden uns hoch. Okay, mit Schwerkraftbänder kommen wir ganz gut. Er zerstört die auch nicht. Nein. Nein. Okay, oha. Alle Schrottmonster erhalten 2 ADK und Death, wenn offene Schrottmonster auf dem Spielfeld durch Effekt zerstört werden. Moment. Lass mich doch mal bitte da liegen. Danke. Okay, wir sind dran. So. Jetzt darf ich doch. Danke. Und auf dem durch eine Karteneffekt zerstört und auf dem Friedhof gelegt wird. Also wenn kannst du einen Schrottmonster als Spezialverfügung beim Deck beschwören. Ah ja, okay. Erstmal flippen wir hier unseren Schieferkrieger. Den flippen wir erstmal. Dann kriegt er mal 500 ATK dazu. So. 2400, ne? Er hat ja jetzt Schrott durch die Feldzauberkarte, ne? Wenn die kriegen ja alle Monster 200 ADK. Durch die DNA-Operation könnten wir es ja noch ändern. Könnten wir ja die alle jetzt, weiß nicht, Typ Drache oder Hexe oder wie auch immer machen. Okay, wir machen erstmal Topf der Gier. Nein. Jinto hätten wir. Was ist das? Eine Falle, ne? Mit Jinto? Okay. Wie machen wir es denn? Wie machen wir das? Das ist eine Fallenkarte, ne? Wir machen das so. Wir beschwören Jinto. Opfern unser Monster hier in der Mitte. So, dann ist unsere Falle auch deaktiviert. Und wir können dann... Ist das ein... Ne, das ist auch Hexe, ne? Ja gut, kein Problem. Dann machen... Genau, dann greifen wir mit Jinto erstmal auf sein Monster an da. Geben wir erstmal 200. Geben wir Copycat direkt 2200. Und mit Schieferkrieger 2400. So. Okay. Wir haben drei starke Monster, die über 2000 sind. Da muss man mal pointen, damit es da kommt. Okay, er holt sich ein Pendelmonster wieder. Diese müssen wir auch irgendwie wegkriegen mal. Ah, nur in Verteidigungsposition, das ist gut. Wieder 2200. Okay. Okay. Das ist aber okay. So, wir haben hier noch gepanzerte Biene.
Die können wir auch mal bestören. Dann können wir den Effekt von gepanzerte Biene ausnutzen. Deswegen finde ich ja gepanzerte Biene einfach super. Und drücken auf die Karte hier. Also hat die Karte noch 1100 ATK. Und dann greifen wir, würde ich sagen, mal an. So. Schieferkrieger greift mal die Karte an da. Du greifst die an. Du greifst die an. Und Jinso greift direkt Lebenspunkte an. Und wir haben gewonnen. Doch, Brandon. Hä? Hast doch nicht gewonnen. Und was soll der Quatsch hier mit den Pendelmonstern? Statt wann hast du denn das? Gut, liebe Freunde. Ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch ein Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke. Abonniert den Kanal, dass ihr nichts verpasst. Mich mega freuen, mich mega schützen. Ich mache mich auch freuen, wenn ich nächstes Mal dabei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge. Jojo. Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!